Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch. Hallo. Wahrscheinlich versammeln sich jetzt so langsam erst die ersten Zuschauer, die dann die Meldung bekommen, dass es jetzt tatsächlich losgeht, wie angekündigt, 19 Uhr. Der dritte Livestream, den wir jetzt machen, ich glaube der dritte Livestream. Das ist übrigens Anja Kreisel. Ja, ganz klar habe ich mich ja positioniert zu Beginn der Wahl für René Wilke. Ich versuche trotzdem heute mal so kritisch, wie es mir möglich ist, René ein wenig zu grillen. Die Aufforderung auch nochmal an Sie bzw. euch da draußen, schickt uns eure Fragen oder Ihre Fragen. Einige haben es schon getan. Wir fangen aber erstmal mit einem sanften Einstieg an, würde ich vorschlagen. Sanft ist gut, aber es sind sehr, sehr viele Fragen gekommen, diesmal, oder? Ja, also wirklich sehr viele Fragen. Ich finde das auch super. Ganze Fragenkataloge. Es können ruhig noch ein bisschen mehr sein. Wir gucken mal, was jetzt noch so die nächste Stunde maximal passiert. Aber fangen wir erstmal damit an. René, der Wahlkampf neigt sich ja nun wirklich jetzt dem Ende zu. Am Sonntag wird gewählt. Ich hoffe, Sie gehen auch alle zur Wahl oder ihr geht alle zur Wahl. Hast du denn so, wenn du jetzt so rekapitulierst, Highlights oder auch, naja, Lowlights aus dem Wahlkampf? Beides gab es sehr, sehr viel, muss ich sagen. Ich spreche jetzt dort rein ja, und du empfindest es nicht als Unhöflichkeit? Nein, wir einigen uns darauf. Und okay. Bitte empfinden Sie oder ihr auch das nicht als unhöflich. Ich werde ab und zu auf mein Handy schauen, einfach um zu gucken, ob es da neue Fragen gibt. Okay, deine Highlights erstmal. Die Highlights? Okay, Highlights gab es tatsächlich einige. Also zu den Highlights zähle ich immer noch unsere Zukunftswerkstätten. Das war wirklich großartig. Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Menschen tatsächlich der Einladung folgen und dieses Programm mit uns gemeinsam schreiben. Und die Atmosphäre, die es damals dort gab, der Wille, hier gemeinsam was für Frankfurt zu gestalten, Ideen einzubringen, auch Kompromisse zu finden zwischen verschiedenen Positionen, das war wirklich großartig. 180 Menschen sind ja circa gekommen zu den Zukunftswerkstätten und wir hätten nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so viele sein werden. Und aus allen Generationen, aus verschiedensten Berufsgruppen oder auch Menschen, die nicht im Berufen sind, das war spannend. Und jetzt aktuell, also heute gab es nochmal so ein Highlight, heute hatten wir das Jugendforum, also die Erstwählerinnen und Erstwähler, 16 Jahre, 18 Jahre und so, haben heute ein Forum gemacht mit den Kandidaten. Das war auch sehr interessant und ehrlich gesagt habe ich vermutet, dass sie auch ein bisschen noch kritischeren Blick auf die Stadt haben, als manche Erwachsene ihn möglicherweise haben. Aber das Tolle war, dass die erst einmal gesagt haben, so schlecht ist Frankfurt gar nicht. Und eigentlich finden sie das für so eine Stadt in der Größe, dass Frankfurt auch einiges zu bieten hat. Vieles kennt man aber nicht, das haben einige bedauert, dass sie gerne mehr wissen würden darüber, was hier eigentlich so stattfindet. Also ein zentrales Veranstaltungsregister und so, das wünschen sich ja tatsächlich viele. Sie wünschen sich auch mehr Möglichkeiten für Jugendliche, klar, wo sie sich aufhalten können, wo sie sich begegnen und treffen können, wo sie auch essen können, also mehr auf Jugendliche abgestimmt, Bars und Essensmöglichkeiten für Jugendliche, für gesunde Ernährung. War auch ein wichtiges Thema heute, gesunde Ernährung. Schulen war ein wichtiges Thema heute und die Situation mit Lehrkräften und so, respektvoller Umgang miteinander, auch unter den Schülern, Anti-Mobbing-Kampagnen, das war alles so Thema heute. Das war eine richtig, richtig tolle Diskussion, muss ich sagen. Und dann ein drittes Highlight waren die Wohnzimmergespräche. Das war ja so eine Idee, die aufgekommen ist am Anfang des Wahlkampfes und ehrlich gesagt, ich habe dann gedacht, wir haben hier im Team zusammengesessen und ich habe gedacht, ach Mensch, da meldet sich doch keiner, vielleicht 5, 6 Leute, die da irgendwie einladen. Zu Wohnzimmergesprächen, also zur Erklärung, das läuft so, dass Menschen gefragt werden, oder wir haben ja auch einen Aufruf online gemacht, wer wäre bereit, mich ins Wohnzimmer einzuladen. Und dann lädt man Familie, Freunde, Bekannte, Nachbarn ein und kommt ins Gespräch, 1,5 bis 2 Stunden. Und mittlerweile haben über 40 Wohnzimmergespräche stattgefunden. Gestern war das vorerst letzte, vor dem Wahltag am Sonntag. Ich will es aber danach auch weiter fortsetzen. Auch übrigens im Falle, wenn ich Oberbürgermeister werde, will ich das fortsetzen. Weil das war wirklich, das war toll. Was man da über die Frankfurter erfahren hat, war super. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, wie stellt man sich das dann vor? Also laden dann einfach nur schon René-Wilke-Fans René Wilke ein oder es kommt dann auch wirklich zu kritischen Nachfragen? Also ich meine, es sind ja nicht alle René-Wilke-Fans oder manche wurden ja auch als Jünger betitelt. Oder gab es auch wirklich ganz kritische Geister, die gesagt haben, oh, ich bin eigentlich eher so der Markus Derling-Typ, aber ich höre mir trotzdem an, was du zu sagen hast. Ja, es gab auch viele kritische Leute, also Leute, die gesagt haben, sie sind unentschlossen
oder erstmal überzeugt werden mussten, überhaupt zur Wahl zu gehen. Ja. Das war auch öfter mal ein Thema. Viele, die mit Enttäuschungen zu kämpfen hatten und so, das war sehr unterschiedlich. Es gab auch Menschen, die schon zu mir tendiert haben und dann nochmal sicher gehen wollten. Das war unterschiedlich. Aber auch viele kritische Leute. Es gab vor allen Dingen, es gab auch Menschen, die haben noch nie mit einem Politiker gesprochen. Die haben noch nie jemanden getroffen, der irgendwie Verantwortung trägt. Die hatten noch nie das Gefühl, dass sich irgendwer dafür interessiert, was sie zu sagen haben. Und die sind auch nur gekommen, weil ein Nachbar gesagt hat, Mensch, komm doch mal rüber, wird bestimmt ganz nett. Und wenn nicht, kannst du auch wieder rübergehen und so. Also es war eine zum Teil lockere Atmosphäre. Und das war wirklich ein tiefer Blick ins Leben der Frankfurter, weil ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Stadt- und Ortsteile, auch Wohngebiete und Häuser, da war ich noch nicht. Ich bin gebürtiger Frankfurter, ich bin hier aufgewachsen, ich dachte, ich kenne meine Stadt wirklich gut, aber es gab auch da Neues zu entdecken und auch das war sehr spannend. Also diese Wohnzimmergespräche, das war wirklich toll, muss ich sagen. Jetzt hatten wir gerade so die Highlights. Was waren denn so die Sachen, die dir so ein bisschen, ich sag mal, bitter oder unangenehmer aufgestoßen sind? Naja, in so einem Wahlkampf geht es auch öfter mal ganz schön rau zu. Und ja. Ich finde, wir haben eine sehr, sehr faire Kampagne gemacht. Ich habe mich nie irgendwie despektierlich zu anderen Kandidaten geäußert. Übrigens, selbst in den Wohnzimmergesprächen, wo ich ja alleine war, habe ich nicht schlecht über die anderen Kandidaten gesprochen oder so. Wir haben uns über Sachfragen unterhalten, aber ich habe da so etwas finde ich nicht gut. Und da habe ich viel anderes erlebt von der anderen Seite in diesem Wahlkampf. Also viele Sachen, gerade auf Facebook und so, die weit unter der Gürtellinie waren, auch Beurteilungen meiner Person von Menschen, die mich noch nie erlebt haben, die mich gar nicht kennen, die noch nie ein Wort mit mir gesprochen haben und sich trotzdem anmaßen, irgendwie sich eine Meinung über mich bilden zu können. Das finde ich überhaupt so eine Unkultur heutzutage, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sofort irgendwie abgeurteilt werden in einer bestimmten Art und Weise, ohne dass man, glaube ich, die tatsächlich kennt. Und ich bin da selber mal vorsichtiger. Ich sage nicht, der ist jetzt ein Idiot oder so. Und ich finde das auch, ich finde das nicht gut, weil so möchte man ja auch nicht, dass mit einem selbst umgegangen wird. Ja. Und das sollte man, glaube ich, öfter mal zum Maßstab machen. Und die Art und Weise, wie mit allen Kandidaten zum Teil öffentlich umgegangen wurde, fand ich nicht prickelnd. Und da gab es auch viele Sachen mir gegenüber, die ich nicht prickelnd fand. Und ja, auch meinen Unterstützern gegenüber sind Sachen gelaufen, die waren nicht so richtig doll. Und dann gab es auch ein paar Dinge in der Presse, die ich schade fand. Also hier in einem Medium, wo dann eine Beurteilung der Kandidaten gemacht wurde und dann das Pro und Contra aufgelistet wurde und dann mein Beziehungsstatus irgendwie eine Rolle gespielt hat, wo ich mir wirklich denke, also liebe Leute, das ist ja wirklich doch deutlich unter der Gürtellinie. Was hat denn der Beziehungsstatus oder so damit zu tun? Da fand ich, haben sich auch manche doch ein bisschen, ja, falsch benommen, muss ich sagen. Fand ich nicht richtig. Aber gut, so ist das. Damit muss man umgehen können. Und damit kann ich auch umgehen. Immer wenn man in der Öffentlichkeit steht, passieren auch solche Sachen. Aber schön finden muss man sie ja trotzdem nicht, ne? Ja, das stimmt. Ja, Wahlkampf ist kein Ponyhof. Du hattest es schon angesprochen, das hat sich auch in diesen sozialen Medien, also ob nun auf Facebook oder per Mail oder Privatnachrichten, halt einfach nochmal wiedergespiegelt. Von daher finde ich es aber gut, dass es doch ganz viele Menschen in Frankfurt gibt, die ganz klar gesagt haben, ich bin Unterstützer von eben, entweder von dir oder von Markus Derling oder auch für Jens-Marcel Ulrich haben sich ja auch Unterstützer gefunden. Ja. Das ist doch dann sehr begrüßenswert, wenn man das dann halt auch sachlich irgendwie vortragen kann, wieso, weshalb, warum und sich dann auch eben in eine sachliche Diskussion dann auch einfach begibt. Das macht dann auch wirklich Spaß. Genau, und ich finde, das ist das Wichtige, dass man nicht in irgendwelche Gräben verfällt, weil am Ende müssen alle in dieser Stadt zusammenarbeiten. Man hat unterschiedliche Favoriten, man hat unterschiedliche Meinungen, das gehört dazu, das ist auch super. Aber am Ende muss man sich so miteinander austauschen und miteinander umgehen, dass man auch weiterhin zusammenarbeiten kann und für diese Stadt wirken kann. Ich glaube, dass das wichtig ist, dieses Niveau nicht zu unterschreiten. Und solange das passiert, ist das alles in Ordnung. Und es gab auch viele Diskussionen, die ich mit Interesse verfolgt habe, wo wirklich inhaltlich und an einer Sache diskutiert wurde und so. Das fand ich immer sehr spannend. Und es gab eben auch anderes. Und das ist dann wiederum schade. Aber der Großteil, glaube ich, hat auch ein Interesse daran, dass es hier einfach vorangeht. Und das ist doch gut so. Ja, doch. Also die Aufbruchsstimmung in Frankfurt, finde ich, ist schon gut zu spüren. Also dass da auch so Lust ist, dass was Neues passiert. Also ob es jetzt nun mit Martin Wilke ein Weiter so gibt oder eben auch nicht, oder dann eben mit dir oder mit Markus Derling, das ist ja nun wirklich, ja, also man merkt es halt einfach. Ich denke, da vibriert was und ich bin gespannt, ob sich das dann auch in diesen Wählerstimmen, auch in den
Menschen, die zur Wahl gehen, dann eben auch widerspiegelt. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben ja aufgerufen, dass man mal Fragen stellen möchte. Und einige haben das schon getan. Und eine sehr schöne Frage ist immer wieder, bist du verwandt mit dem derzeitig amtierenden Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke? René, bist du verwandt? Nein, bin ich nicht. Bin ich tatsächlich nicht. Es gibt eine seltsame Ansammlung von Wilkes hier in Ostbrandenburg und dann nochmal irgendwo im Ruhrgebiet. Da gibt es auch nochmal so eine Ansammlung, wo sich viele Wilkes finden. Und das ist natürlich ein bisschen misslich, dass jetzt hier zwei Wilkes zu der Wahl antreten, aber wir sind nicht verwandt. Es gibt auch keine gemeinsamen Vorfahren. Da wurde sogar auch mal nachgeschaut. Also jedenfalls, soweit man das jetzt irgendwie zurückverfolgen kann, ist da nichts feststellbar. Und nein, weil es gab ja tatsächlich Menschen, die gesagt haben, wieso tritt denn jetzt der Sohn gegen den Vater an und so. Und oder will jetzt der Sohn sich die Familie absichern, falls der Vater es nicht mehr wird? Also ein Quatsch, oh mein Gott. Also nein, ich habe überhaupt gar nichts mit Martin Wilke verwandtschaftlich zu tun. Nein. Dann gab es auch eine Frage, die habe ich auch öfter gelesen. Und zwar, vielen ist nicht klar, was ist, wenn du Oberbürgermeister werden solltest, ob du dann zusätzlich noch dein Landtagsmandat ausüben wirst. Nein, geht auch gar nicht. Also erstens würde ich es nicht wollen, weil beides ist viel zu viel. Ich bin mit dem Landtagsmandat jetzt sehr gut ausgelastet. Ich weiß gar nicht, es gibt ja Leute im Landtag, die haben dann noch irgendwie andere Jobs und so andere Verpflichtungen. Ich wüsste gar nicht, wie man das machen soll. Und also es geht von der Zeit her aus meiner Sicht nicht und ich würde es nicht wollen, aber es geht auch gesetzlich nicht. Denn in Brandenburg ist das ganz klar geregelt, sobald man jetzt gewählt wäre als Oberbürgermeister und sobald der Amtsantritt ist, ist dann das Landtagsmandat automatisch weg. Das passiert ganz automatisch. Von daher keine Doppelbelastung und nein, es gäbe dann einen Nachrücker. Jemand auf unserer Liste würde dann, also auf der Liste meiner Partei, würde dann nachrücken und würde meinen Platz im Landtag einnehmen. So wie das bei der Kommunalwahl auch ist, in der Stadtverordnetenversammlung, wenn da jemand ausscheidet, gibt es einen Nachrücker im Landtag, im Bundestag ist es auch so. Und der würde dann meinen Platz einnehmen und die Arbeit dort hoffentlich gut fortführen. Und mein Vorteil ist aber, glaube ich, dass ich nach wie vor die Kontakte zu den Kollegen habe. Ich habe mit denen jetzt über 3 Jahre zusammengearbeitet im Land und da reichen oft ja Telefonanrufe oder meine WhatsApp, wenn irgendwie ein Problem da ist. Und ich glaube, dass dieser enge Draht, dass der uns auch in Frankfurt helfen wird. Sehr schön, das ist ja auch eine Frage, auf die gehen wir dann später nochmal ein. Fangen wir mal an. Arne Bischoff fragt, wie will René Wilke die Einwohner der zu Frankfurt gehörenden Dörfer einfangen? Was gedenkt er für die Entwicklung der Dörfer zu tun? Ich nehme an, Herr Bischoff, Sie meinen die Stadtteile. Die Stadt- und Ortsteile nehme ich mal auch an. Auf die anderen haben wir ja keinen Einfluss, also rede ich mal über die Stadt- und Ortsteile. Wir hatten ja auch eine Podiumsdiskussion in Boston und da ist offenkundig geworden, dass tatsächlich die Stadt- und Ortsteile doch sehr vernachlässigt wurden in den vergangenen Jahren. Sowohl in der Kommunikation, also früher gab es mal in früheren Zeiten auch mal so Ortsteilbegehungen, Stadtteilbegehungen und so, wo man sich regelmäßig mit den Bürgern ausgetauscht hat, wo gibt es da Probleme, was muss gemacht werden. Das ist schon seit Jahren so nicht mehr passiert. Ich glaube, das muss man unbedingt wiederbeleben. Und da sind in dieser Diskussion eine Reihe von Problemen aufgetaucht. Da sind ja auch Leute aus anderen Ortsteilen gekommen, sei es bei der Feuerwehr oder bei der Schulinfrastruktur oder auch beim öffentlichen Nahverkehr. Die Menschen brauchen ja gerade in Ortsteilen Anschluss, um weiterhin ins Zentrum zu kommen, gerade die älteren Menschen, wenn sie Besorgung erledigen wollen und so. Das waren so Themen unter anderem, die aufgekommen sind. Die Windparks und so waren Thema, Lärmbelästigung. Also ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, den engen Draht zu halten und es ist bisher auch so, dass ein Großteil der städtischen Mittel, zum Beispiel für Grünflächenpflege, für Ordnung und Sauberkeit, die werden in der Innenstadt konzentriert, fast ausschließlich. Das war mal eine Entscheidung, die getroffen wurde, die ist auch begründbar, weil die Innenstadt ist für so eine Stadt natürlich wichtig. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass wir in anderen Bereichen sehr, sehr große Probleme haben, die sich dann auch anhäufen, wenn man das auf Dauer so durchzieht. Und ich glaube, wir müssen da auch eine Korrektur machen und dafür sorgen, dass die Mittel da etwas gleichberechtigter zwischen Stadt- und Ortsteilen verteilt werden und auch diese Stadtteil- und Ortsteilbudgets wiederbelebt werden, damit auch die Ortsteile wieder selber ein bisschen handlungsfähiger werden. Das alles geht nur mit einem genehmigten Haushalt und dafür brauchen wir die Jahresabschlüsse, aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Aber ich versuche kurz auf die Fragen zu antworten. Also ja, ich glaube, ich habe was zu den Ortsteilen jetzt gesagt. Arne Bischoff hat noch eine weitere Frage und zwar wird es, wo es keinerlei kommunales Wohneigentum mehr gibt, wieder welches erworben? Ist das angedacht? Es gibt kommunales Wohneigentum. Mhm. Wir haben ja die Wohnungswirtschaft
Und die Wohnungswirtschaft ist auch das größte Wohnungsunternehmen in Frankfurt-Oder und ist hundertprozentige Tochter der Stadt. Dann gibt es auch die Wohnbau, das ist das zweitgrößte Wohnungsunternehmen als Genossenschaft. Und dann kommt die WOG Süd und dann kommen einige Private sozusagen. Und mit der WOWI, also ich halte sehr viel davon, dass das kommunale Unternehmen, aber auch die Genossenschaften, dass sie möglichst stark aufgestellt sind, weil ein Großteil des Wohneigentums in der Innenstadt, aber auch in anderen Stadt- und Ortsteilen, das ist ja auch in einem Zustand stark sanierungsbedürftig. Das äußere Erscheinungsbild, um es mal freundlich zu sagen, ist etwas verbesserungsbedürftig. Und das funktioniert nur dort zu investieren, wenn die Wohnungsgesellschaften gut aufgestellt sind. Und da müssen wir sie bei unterstützen, ihnen Möglichkeiten geben. Also die Wohnungswirtschaft zum Beispiel hat jetzt so eine Strategie, dass sie auch in Segmente gehen, wo sie, sagen wir, etwas mehr Geld verdienen können. Also nicht hochpreisigen Wohnraum, aber doch etwas höherwertigen Wohnraum, um auch sozusagen das Geld zu verdienen, um den anderen Wohnraum auch mit zu sanieren und sich darum kümmern zu können. Ich glaube, dass das wichtig ist, das fortzusetzen. Und ansonsten ist aber die Hauptaufgabe, gerade für das kommunale Wohnungsunternehmen, die Breite der Bevölkerung zu versorgen mit bezahlbarem, günstigen Wohnraum. Das ist absolut zentral als Aufgabe. Und ja, dabei müssen wir die Wohnungswirtschaft auch unterstützen und die Wohnbau ganz genauso, auch wenn es jetzt nicht unsere eigene Gesellschaft ist, aber als Genossenschaft. Ich nehme noch eine Frage von Arne Bischof, weil die gefällt mir doch sehr gut. Mhm. Wir haben ja nun hier diese Doppelstadt, das ist halt einfach so ein Logo, eine Marke, aber so wie Herr Bischof geht es sicherlich auch einigen anderen Bürgerinnen und Bürgern, leben wir bis jetzt immer noch mit der polnischen Nachbarschaft eher so nebeneinander. Was glaubst du, da kann man einfach noch mehr in die Tiefe gehen, dass es auch wirklich ein Zusammenleben gibt? Wie kannst du es gestalten? Auch da teile ich die Einschätzung, ehrlich gesagt, erst einmal nicht. Da will ich auch sagen, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, unterschiedlich das wahrnehmen. Also ich erlebe viele Veranstaltungen, ob im Sportbereich, im Feuerwehrbereich, an der Universität, im Kulturbereich, wo das schon sehr stark zusammengewachsen ist, wo Slubitzer Bürger und Frankfurter Bürger zusammen feiern. Nehmen wir mal das Festival Transvokale, wo dann Leute auch zwischen beiden Städten hin und her gehen und Veranstaltungen besuchen, ganz gemischte Publikum haben und gemeinsam tanzen und so, Sportvereine, die gemeinsam Sport treiben. Viele Familien haben sich mittlerweile gegründet, deutsch-polnische. Also allein in meinem Wohnhaus gibt es auch welche. Also das ist, ich sehe es nicht so, dass es ein Nebeneinanderleben ist. Aber ja, Luft nach oben ist immer, auch bei den deutsch-polnischen Beziehungen. Ich finde fantastisch, dass wir so weit gekommen sind, dass wir uns gegenseitig mit Fernwärme versorgen. Das ist ja, das muss man ja mal, viele wissen das noch gar nicht, ne? Aber es ist so, dass Frankfurt versorgt Slubice im Winter mit Fernwärme, weil wir die Kapazitäten haben, ein großes Kraftwerk, das Slubice mitversorgen kann, aber aufgrund der geringeren Einwohnerzahl in Frankfurt mittlerweile auch nicht ausgelastet wäre, wenn wir nicht dafür sorgen würden, dass mehr Anwohner angeschlossen werden. Deswegen 20.000 Slubitzer. Im Sommer ist es so, dass die Belastung so gering ist, dass es sich kaum lohnt, das Kraftwerk, also ich verkürze mal so ein bisschen, das Kraftwerk in Gang zu bringen. Das Slubitzer Kraftwerk ist aber ein kleineres und das kann uns mitversorgen. Und das passiert dann eben im Sommer. So ungefähr ist das Prinzip. Das sorgt dafür, dass die Kosten für beide Seiten stabil bleiben. Und das ist eigentlich total großartig. Und da begibt sich eine deutsche Stadt in Abhängigkeit einer polnischen, eine polnische in Abhängigkeit einer deutschen Stadt. Dass wir mal so weit kommen, das wäre vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Auch das ist ein tolles Zeichen. Aber ich glaube, gerade im Bereich von Kitas, Bildung, da geht noch einiges. Deutsch-polnischer Sprachentwicklung, also dass man zweisprachig aufwächst hier in Frankfurt-Oder. Das ist so meine Vision, was das Deutsch-Polnische angeht, dass Frankfurt-Oder der Bildungsstandort wird, an dem man von der Kita bis zur Ausbildung oder Studium und auch beim lebenslangen Lernen, also auch die älteren Generationen, zweisprachig hier aufwachsen kann. Das wäre doch ein tolles Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt sowohl auf polnischer Seite als auch auf deutscher Seite Initiativen, die sagen, sie würden gerne gerade im Schulbereich da etwas mehr machen und auch gemeinsame Klassen verstärken und so, wo dann gemeinsam unterrichtet wird. Das wäre schon toll. Wie steht es um deine Polnischkenntnisse? Ich verstehe sehr gut Polnisch, weil ich ja zweisprachig aufgewachsen bin. Ich habe Russisch gelernt in meiner Kindheit durch meine Eltern, bin da zweisprachig aufgewachsen, daher verstehe ich Polnisch sehr gut. Mit dem Sprechen hapert es noch ein ganzes Stück. Okay. Wir haben eine Frage reinbekommen, und zwar von Matthias Wiedstruck. Mit dem Vorsatz, die Bürger und Bürgerinnen mehr in Diskussionen und Entscheidungen einzubeziehen, bist du im Vergleich zu den anderen Kandidaten der Einzige.
Wie willst du die Gratwanderung schaffen, mehr in den offenen Dialog zu treten, aber trotzdem in endlicher Zeit wichtige Entscheidungen zu treffen? Siehst du dich eher als Moderator oder Entscheider? Das ist ja auch so ein Vorwurf, der schon ab und zu gefallen ist. Ah, René Wilke fragt immer erst alle Leute auf Facebook, kann er denn gar keine Entscheidung selbst treffen? Diesen Vorwurf, ich habe den auch schon gelesen, den will ich jetzt mal auch entkräften. Ich treffe zum Beispiel bei jeder Plenarsitzung im Landtag, treffe ich pro Tag über 40 Entscheidungen, wo Abstimmungen sind, wo man sich einfach, da muss man sich entscheiden und das tue ich auch. Die sind dann immer auch gut vorbereitet und gut durchdacht und ich habe dann für mich zumindest immer, wenn ich zu einer Abstimmung gehe, weiß ich, ich habe jetzt alles getan, um mir ein Bild davon zu machen und habe mir eine Position erarbeitet. Aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass es heutzutage nicht mehr ausreicht für Politik zu sagen, ich habe da meine 2 Stunden Bürgersprechstunde einmal im Monat, wenn ihr was habt, kommt halt vorbei. Und wenn ihr Glück habt, kommt ihr sogar ran, wenn nicht zu viele da sind. So, das ist davon halte ich einfach nicht viel. Ich glaube, dass heutzutage Politik stärker auf die Menschen zugehen muss. Politik muss sich erklären und rechtfertigen. Es gibt einen riesigen Vertrauensverlust. Den kann man nur beheben, indem man so transparent wie möglich ist und Menschen auch einbezieht. Ich glaube, man muss die Chance geben, dass Menschen ihre Auffassungen mitgeben können, weil ganz oft ist es so, wir haben es ja bei den Zukunftswerkstätten erlebt, die Leute haben tolle Ideen. Durch ihre Alltagskompetenz, durch ihr Erleben im Alltag haben sie ganz oft Hinweise, die wichtig sind, wo man manchmal in der Politik oder Verwaltung nicht dran gedacht hat. Und diese Hinweise aufzunehmen, ist keine Schande, sondern ich finde, das ist ein großer Vorzug, wenn man bereit dazu ist, das zu tun. Und dann ist es auch so, wir haben gestern zum Ziegenwerder eine Bürgerinitiative gehabt, die sich jetzt gründen will im Rathaus, da war ich mit dabei. Und da hat ein Stadtarchitekt was ganz Spannendes gesagt. Der hat gesagt, dass heutzutage er keine Projekte mehr plant ohne Bürgerbeteiligung, weil er die Erfahrung gemacht hat, ohne Bürgerbeteiligung gibt es keine Akzeptanz. Und wenn es keine Akzeptanz gibt für diese Projekte, sind sie am Ende nicht erfolgreich. Die Projekte, die keine Akzeptanz finden in der Bevölkerung, sind am Ende nicht erfolgreich. Und deswegen auch Geldverschwendung und Ressourcenverschwendung. Und seine Erfahrung ist, dass immer dann, wenn man Bürgerinnen einbezieht im Prozess, natürlich werden nicht alle Wünsche dann erfüllt. Es gibt unterschiedliche Auffassungen und am Ende müssen Entscheidungen getroffen werden. Aber die Einbeziehung gehört dazu, um auch die Akzeptanz von Projekten zu stärken. Und ich kann mir das ohne nicht vorstellen. Und ich sehe das auch nicht als ein Gegeneinander von Entscheidungen treffen oder Bürgerbeteiligung. Ich glaube, dass beides miteinander funktionieren kann und muss. Und hier wird immer so getan, als wenn es nur das eine Extrem oder das andere Extrem gibt. Und es gibt so unendlich viele Städte, die uns das vormachen, wie Bürgerbeteiligung funktioniert. Beim Bürgerhaushalt fällt mir das auf. Berliner Bezirke machen in nicht unwesentlichen Teilen machen Bürgerhaushalte. Potsdam macht einen Bürgerhaushalt. Fürstenwalde macht einen Bürgerhaushalt. Ich habe noch nicht gesehen, dass diese Städte untergegangen sind. Im Gegenteil. Also immer so zu tun, als wenn das jetzt hier einen Stau von Entscheidungen produziert, das sehe ich so nicht. Ich glaube im Gegenteil, dass danach eher Menschen auch die Entscheidung gemeinsam mitgetroffen haben, mitbefördert haben, sich damit identifizieren und das zum Erfolg auch beitragen kann. Und dass die Entscheidungen meistens dann bessere sind, als wenn man die Bürger nicht angehört hätte und ihre Kompetenz nicht einbezogen hätte. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, dann müssen wir aber zum Beispiel auch an die Webseite ran, von Frankfurt-Oder, denn die ist ja eher, sie erweckt ja den Anschein, offen zu sein, ist aber doch sehr geschlossen. Das Zweite ist ja auch, das haben wir ja auch mitbekommen in der Diskussion, mit Bürgern und Bürgerinnen ist vielleicht auch nochmal über einen Livestream nachzudenken aus der Stadtverordnetenversammlung, um halt einfach Sachen zu öffnen und Menschen, die eben berufstätig sind oder zu Hause dann doch die Zeit mit der Familie verbringen wollen, trotzdem aber auch irgendwo abzuholen, oder? Ganz klar. Wir haben das beantragt, den Livestream zum Beispiel. Eine Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung hat das abgelehnt. Ich verstehe das nach wie vor nicht. Ich glaube, das ist absolut zeitgemäß und man hat da nichts zu verbergen. Jeder Bürger kann ja theoretisch hinkommen. Und wenn man sich nicht schämt vor den Bürgern, die als Gast da sind, braucht man sich auch nicht schämen vor denen, die zu Hause zuschauen, finde ich. Also von daher haben wir das beantragt, aber es hat keine Mehrheit gefunden leider, genauso wie der Bürgerhaushalt, den ich 2-mal sogar beantragt habe und der keine Mehrheit gefunden hat. Aber den neuen Anlauf müssen wir auf jeden Fall starten. Auch meine Arbeit jetzt auf Facebook. Ich glaube, soziale Medien sind auch wichtig für so eine Verwaltung, um Entscheidungen transparent zu machen, schnell zu informieren, Antworten geben zu können auf Bürgerfragen. Beim Nahverkehrsplan sind so viele Hinweise gekommen aus der Bevölkerung. Also wir haben das im Ausschuss dann beantragt, uns nochmal damit zu befassen. Und ein Großteil der Hinweise, der berechtigten Hinweise, kam über die sozialen Medien. Das darf man doch nicht verschwenden. Das ist, also ich halte das für wichtig. Ja, damit ist ja dann quasi fast schon die Frage von Sebastian Scheele beantwortet. Denn der fragt, würdest du dieses Format Live- oder Videoblogs als Oberbürgermeister beibehalten? Absolut, absolut. Auch, dass man jeden Tag, wie jetzt auch, also
so gut wie jeden Tag. Meine Arbeit kann man ja nachverfolgen in den sozialen Medien. Wer jetzt meine Landtagsarbeit verfolgen will, hat zwar, muss ich eine ganze Menge Zeit nehmen, aber theoretisch kann er 3 Jahre Facebook-History von mir durchscrollen und wird sehen, wo ich war, wofür ich mich eingesetzt habe, mit wem ich gesprochen habe, wie ich abgestimmt habe, wird Vlogs sehen, wird Posts sehen, wird Dokumente nachsehen. Und auch das werde ich als Oberbürgermeister, sollte ich es denn werden, genauso fortsetzen. Die Leute sollen möglichst jeden Tag wissen, was habe ich an diesem Tag getan und was haben wir vorangebracht und was auch nicht. Über Scheitern, über Fehler, und so muss man genauso offen reden, denn auch das gehört zum Leben mit dazu. Nur wenn man Fehler eingesteht, kann man es auch wieder besser machen. Und auch das gehört transparent gemacht, finde ich. Ich habe eine Frage von Marco Materne, der fragt, ob es noch Hoffnung gibt für die First Solarhallen? Ja, gibt es. Bei den First Solarhallen ist es wirklich insofern schwierig, als dass die ganze Konstruktion doch sehr auf diese Art der Produktion ausgelegt war. Und das fängt an bei Deckenhöhen, geht weiter über die Stabilität des Bodens und so. Und da kann nicht beliebig jetzt irgendwas reinkommen. Aber es gibt immer wieder Interessenten. Jetzt aktuell ist man auch im Gespräch mit Interessenten. Und ich bin schon zuversichtlich, dass es eine Nachnutzung geben wird. Ja. Dann bleiben wir mal bei einer Nutzungsfrage. Und zwar, wir haben ja ein großes Loch in der, also eine große Fläche in der Stadt, die leer steht. Und Carsten Richter hat natürlich Fragen zum Projekt Lubitzer Straße. Wie sieht René die weitere Entwicklung des Projektes Lubitzer Straße? Denn die Auswahlkommission konnte wieder keine Entscheidung treffen. Ein neuer Termin steht immer noch nicht. Und die traurige und ärgerliche Hängepartie, ich denke, er hat das noch sehr wohlwollend formuliert, geht weiter. Also wird das Projekt dann eben unter einem möglichen Oberbürgermeister René Wilke neu gestartet oder neu geordnet? Oder ist es so verfahren, dass man momentan keine seriösen Aussagen machen kann? Ich muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich in dieser Auswahlkommission auch als Mitglied meines Ausschusses dann daran teilnehme und die ja nicht öffentlich tagt. Von daher muss ich aufpassen, was ich jetzt hier sagen darf und was nicht. Ich formuliere es mal so. Dass es so lange dauert, ist Eigenverschulden der Stadt. Also damals, als es begonnen hat, das Projekt, wurde ja das gesamte Areal ausgeschrieben und Investoren haben sich dafür beworben. 5 Stück waren es damals, wenn ich mich richtig erinnere. Haben Projekte vorgeschlagen. So, und dann sollte es losgehen. Einer hat einen Zuschlag bekommen, dann sollte es losgehen. Und plötzlich stellt sich heraus, ach ups, die Flächen, die wir da ausgeschrieben haben, gehören uns ja als Stadt gar nicht alle. Da ist ja 1/3 der Fläche, das gehört der Wohnbau. Mit denen haben wir noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, ob die das auch wollen. Und die wollten das gar nicht. Schubs hatte man das erste Problem. Das zweite Problem war dann die Archäologie. Man wusste in der Verwaltung, unterirdisch sind archäologische Schätze, die erstmal ausgegraben werden müssten, weil da war ein unterirdisches Parkhaus vorgesehen und der Bebauungsplan sah vor, es unterirdisch zu machen. Aber man hat nicht darüber gesprochen, dass das erstens sehr viel Zeit kostet und sehr viel Geld kostet und das war in den Projektplanungen überhaupt gar nicht vorgesehen. Diese zwei Dinge neben anderen haben dann dafür gesorgt, dass das Projekt abgeblasen werden musste und das war im Wesentlichen, das sage ich noch heute, es war selbstverschuldet. Das hätte nicht passieren dürfen. Da hat man einfach die Hausaufgaben in der Stadt nicht gemacht. Jetzt ist ein neuer Anlauf da und ich muss insofern ein bisschen korrigieren oder vielleicht sogar eher beruhigen. Die Auswahlkommission hat noch keine Entscheidung getroffen, ja, aber das liegt daran, dass wir 2 sehr gute Entwürfe haben. Also finde ich zumindest. Oder 2 zumindest, ja, sehr, ich finde doch sehr gute Entwürfe, die eine gute Basis bilden, auf der man diskutieren kann. Aber es gibt unterschiedliche Auffassungen dazu, welcher jetzt der bessere ist. Weil die haben schon unterschiedliche Akzente gesetzt, die beiden Entwürfe. Und vor allen Dingen diskutieren wir sehr doll, und darauf lege ich vor allen Dingen Wert, darüber, ist das Projekt finanziert. Weil nichts wäre schlimmer, als wenn wir jetzt irgendwie einen Zuschlag geben und es dann herausstellt, dass die Finanzierung eigentlich gar nicht abgesichert war. Und da wollen wir schon sicher gehen. Da gibt es ein paar Zeitungsartikel, was da drin stand, war in Teilen richtig, aber auch nicht vollständig und so will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber es liegt eher daran, dass momentan wir wirklich sehr ernsthaft darüber reden, was ist jetzt besser für die Stadt von diesen beiden Entwürfen. So würde ich das sehen. Und deswegen bin ich auch eigentlich ganz zuversichtlich, dass einer der beiden Investoren das packen kann und wir dann auch endlich da zu einer Entscheidung kommen und es losgeht. Mhm. Wir begrüßen auch im Livestream den anderen OB-Kandidaten Jens-Marcel Ulrich. Jens-Marcel, grüß dich, hallo. Wir beide verstehen uns übrigens sehr gut. Ja, er sagt auch, hallo René, wie auch immer, wir können viel bewegen. Deswegen, Jens-Marcel Ulrich war auch so freundlich, auch schon Fragen zu beantworten, die an dich gestellt wurden. Mhm. Und zwar, wie soll es denn weitergehen mit der Ulrich-von-Hutten-Gesamtschule, ob denn die Container stehen bleiben? Und natürlich
kam die Antwort, dass die Schule gebaut wird. Genau, da ist jetzt Geld vorgesehen im Haushalt. Alles natürlich vorbehaltlich des Beschlusses des Haushaltes und der Bereitstellung der Investitionsmittel und so, aber da wird es demnächst hoffentlich Bewegung geben, dass zumindest von Verwaltungsseite und Stadtverordnetenseite alles auf diesen Weg gebracht. Ja. Dann haben wir eine Digitalisierungsfrage. Das finde ich ganz gut, weil das umtreibt mich ja auch, dieses Thema. Und zwar, nun hat es sich auch mittlerweile herumgesprochen, dass die Digitalisierungsprozesse Arbeitswelten verändern werden. Also es gibt ja so diese ganzen Buzzwords dazu und die Schlagworte. Ja, wie stehst du denn zum Ausbau, zur Entwicklung mobiler Arbeit in der Verwaltung, ohne 24 Stunden lang erreichbar sein zu müssen? Ja, ich glaube, dass die Digitalisierung der Wirtschaft, der Arbeitswelt, der Gesellschaft ist wahrscheinlich einer der größten Wandlungsprozesse, der jetzt auf uns zukommt. Und es gibt ja genug Forschungsarbeiten, die uns vergleichen mit anderen Ländern und immer wieder feststellen, so weit entwickelt Deutschland ist, an der Stelle hinken wir ganz schön hinterher. Ja. Auch bei der Verwaltungsdigitalisierung hinken wir sehr hinterher. Und jetzt ist im Landtag beschlossen worden, mit dem Nachtragshaushalt ein Budget bereitzustellen, um die Kommunen zu unterstützen bei der, also beim Voranschreiten bei der Digitalisierung von Verwaltungsstrukturen. Zumindest ein Einstieg, viele sagen, hätte früher kommen müssen. Die Auffassung teile ich. Ich bin froh, dass wir es jetzt im Nachtragshaushalt noch hinbekommen haben, da Geld einzustellen. Und ich glaube, dass perspektivisch, dass natürlich die Arbeitswelt auch in einer Verwaltung verändern wird. Die Erreichbarkeit wird es verändern. Wir müssen uns da auch viel stärker darauf einstellen, ganz klar, auch in Frankfurt-Oder. Aber wir werden das nicht alleine können. So ein Umstrukturierungsprozess wird, glaube ich, nur dann gelingen können, wenn wir in Brandenburg insgesamt eine Strategie entwickeln, die auch mit der Landesregierung abgestimmt ist und die verschiedene Kommunen erfasst und dafür sorgt, dass sie möglichst auch einheitlich diesen Weg beschreiten, damit man nicht unterschiedliche Bedingungen in unterschiedlichen Kommunen hat, sondern dass möglichst auch gemeinschaftlich passiert, die guten Erfahrungen übertragen werden auf andere Kommunen. Und das wird die Ansprechbarkeit der Verwaltung verändern. Es wird wahrscheinlich auch Ressourcen, also Personalressourcen schonender sein, perspektivisch. Ich glaube schon, dass das auch ein Einsparpotenzial dann sein wird. Und es wird vor allen Dingen dafür sorgen, dass Verwaltung wahrscheinlich näher an die Bürger heranrückt, wenn wir es richtig machen. Ich glaube, du hattest mal ein Beispiel dazu genannt, Bas Gruben, die ja schon digitalisierter arbeiten. Ja. Das ist für dich, sagen wir mal, ein Vorbild oder kann es als Vorbild dienen? Was ist das Positive daran? Ja, naja, es ist insgesamt so, dass ich gerne in andere Städte schaue, weil ich so oft erlebe in den Ausschussdiskussionen, dass dann so getan wird, als wenn Dinge, die dann so angeregt werden, gar nicht möglich sind. Da guckt man andere Städte und stellt fest, da funktioniert es aber doch irgendwie, ohne dass da was Schlimmes mit verbunden ist, was dann hier immer dann zum Teil unterstellt wird. Und deswegen gucke ich mir gerne andere Städte an. Und in Guben habe ich festgestellt, gibt es eine Guben-App. Und in meinem 100-Tage-Programm habe ich ja das etwas abgewandelt und gesagt, das müssen wir für Frankfurt ein bisschen spezifischer machen. Aber die Grundidee fand ich ganz spannend. Die haben eine App installiert, die ist übrigens kostenfrei für alle Bürger nutzbar und hat kein Geld in der Entwicklung gekostet, weil es sich über Werbeeinnahmen refinanziert. Und dort ist es so, es gibt ein Branchenverzeichnis. Wer einen Handwerker in Guben sucht, findet in dieser App ein Verzeichnis, welcher Handwerker ist für welche Dienstleistung da. Mhm. Für andere Branchen gilt das ganz genauso, sodass die lokale Wirtschaft auch ein Stückchen gestärkt wird und man erstmal gucken kann, was kann ich hier vor Ort mir besorgen, wo muss ich vielleicht nicht ins Umland gehen. Das ist ja eine gute Sache. Dann gibt es da ein zentrales Ansprechbarkeitsregister, welche Verwaltungsmitarbeiter sind für welche Themen zuständig mit den entsprechenden Daten, wenn man Probleme hat. Dann gibt es ein Veranstaltungsregister, dort nicht, aber ich finde, das müssen wir in Frankfurt dringend haben, in so einer App, wo man dann jeden Tag sehen kann, welcher Verein macht welche Veranstaltung, wo kann man hingehen, wer hat gerade Trainingszeiten und so eine Übersicht hat, was findet gerade in Frankfurt statt, weil ich kriege wirklich mit, viele wissen gar nicht, wie breit das Angebot in Frankfurt ist und das ist wirklich großartig. Und das ist unkompliziert und da muss bloß jeder dann sich selber eintragen. Ne? Die Arbeit müssen sich die Vereine dann machen. Aber ich glaube, das wäre eine gute Sache. Und das Tollste an dieser App, und das hat Guben wiederum gemacht, ist, die haben eine Funktion, dass wenn man mit dem Handy-Fotoapparat was fotografiert, zum Beispiel eine Dreckecke oder ein Schlagloch oder ein Gullideckel, der fehlt oder ein Baum, der droht umzustürzen, dann fotografieren die das und können das direkt an die Verwaltung schicken mit dem Standort und sagen, hier gibt es ein Problem. Und da sagen die Gubner, ich habe da mit welchen gesprochen, aus der Gubner Politik, die sagen mir auch, natürlich haben auch wir nicht die finanziellen Mittel, um alle Probleme zu beseitigen. Mhm. Aber wir sehen dann eben, bei dem einen gibt es 100 Meldungen, bei dem anderen 2 Meldungen. Mhm.
Und dann wird Priorität gesetzt, dann wird gesagt, Mensch, wenn da so viele Leute, wenn dir das auffällt und die sich da beschweren, dann sorgen wir dafür, dass das in Ordnung gebracht wird. So kann man auch ein bisschen mehr Entscheidungen treffen danach, wie die Bürgerprioritäten sind. Mhm. Finde ich total spannend und ich glaube, das kann man sehr schnell anstoßen. Das ist heutzutage ja auch kein Hexenwerk mehr und würde viel Positives für unsere Stadt mitbringen. Okay, ja, dann bin ich gespannt. Ich hoffe, wir können das irgendwie umsetzen oder angehen. Du hattest ja vorhin schon von deinen Highlights gesprochen und als ein Highlight eben das heutige Jugendforum nochmal dargestellt. Martina Bielek fragt auch zur Jugend und zwar fragt sie dann auch nochmal ganz genau, wie kann die Jugend hier mehr unterstützt werden mit Angeboten, Jugendclubs, denn natürlich, sie hat recht, Frau Bielek, Sie haben recht, denn die Jugend hier ist unsere Zukunft und die Frage stellt sich natürlich, tun wir als Stadt genügend für die Jugend? Wie siehst du das? Ich hatte heute eine ganz spannende Erfahrung bei diesem Jugendforum. Vielleicht teilt Jens Marcel die auch, er war ja heute auch mit dabei. Die Jugendlichen, habe ich ja vorhin am Anfang schon ein bisschen gesagt, hatten erstmal ein positiveres Bild über unsere Stadt, als ich das vorher so gedacht habe. Und dann haben sie gesagt, eigentlich hilft es doch am besten, ins Gespräch miteinander zu kommen. Sie wünschen sich mehr Dialog mit der Politik und dass auch Politiker auf sie zugehen. Also ich habe ja zum Beispiel so Schulbesuche mal gemacht, das fanden die gut. Manche kannte ich sogar noch aus diesen Schulbesuchen, die ich als Landtagsabgeordneter gemacht habe. Und da erfährt man, wo die Bedürfnisse der jungen Menschen sind. Denn ganz ehrlich, ja, auch ich als noch relativ junger Mensch mit 33 Jahren, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, also mein Plan für die Jugend ist jetzt das und das, dann ist das wahrscheinlich auch schon mittlerweile relativ weit weg von deren Bedürfnissen. Das wissen die selber am besten. Und was die mir heute mitgegeben haben, war vor allen Dingen, dass sie Orte brauchen, um sich zu begegnen. Im Sommer möglichst Freiflächen, Orte, an denen sie einfach beisammen sein können, an denen sie sich aufhalten können. Und die haben auch gesagt, da müssen wir auch dafür sorgen, dass da in Ordnung gehalten wird und dann nicht irgendwie Dreck entsteht und so. Das, da haben die schon selber auch einen kritischen Blick drauf, auch übrigens auf andere Jugendliche, die sich da nicht so cool verhalten. Und sie sagen, im Winter ist es dann wirklich ganz schwierig. Jetzt haben wir gerade so eine Diskussion auch zu den Linné-Passagen, weil sich die Jugendliche da sehr viel treffen, aber die sagen dann auch, wo sollen wir denn hin im Winter? Es gibt dann, ja, das Mikado, okay, mit bestimmten Öffnungszeiten, es gibt in einigen Stadtteilen noch Jugendclubs, ja, und manche werden gut angenommen, das funktioniert dann auch in Teilen, aber es ist noch nicht etwas, was für die Breite der Jugendlichen funktioniert. Und da braucht es letztlich einfach Begegnungsmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten. Früher gab es so Bandproberäume und so etwas, wo man sich auch viel aufgehalten hat. Solche Ideen muss man, glaube ich, mit jungen Menschen entwickeln. Es gibt ja genug Freiflächen in Frankfurt, sowohl Immobilien als auch bei tatsächlich Flächen, wo man Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen kann. Und da würde ich gerne mit den jungen Menschen in Diskussion treten. Aber es funktioniert nicht so, dass ich denen sage, was ich für die plane, sondern mit denen gemeinsam Ideen entwickeln, die gut für die sind. Das ist dann eher der Weg. Da kommt auch gleich der Einwurf von Carmen Winter. Die sagt, Begegnungsorte wünschen sich eben auch Familien. Ganz wichtig. Na klar. Ich sehe das, also bin ich auch gleich sozusagen festhalten. Ich erlebe das bei den Diskussionen auch immer. Dann, wenn eine Frage zu Studenten kommt, beantwortet man eine Frage zu Studenten oder sagen alle anderen, es gibt noch mehr als Studenten. Ja, natürlich gibt es noch mehr als Studenten, aber man beantwortet natürlich die Frage, um die es jetzt dann gerade ging. Selbstverständlich muss man die Stadt als Ganzes denken, für alle Generationen. Junge Menschen müssen sich hier wohlfühlen, ältere Menschen müssen sich hier wohlfühlen, Familien und auch Jugendliche. Ich sehe das nicht als Widerspruch, dass jetzt einer der Kandidaten sagen würde, ich setze mich nur für die einen ein. Das wäre ja wirklich Quatsch. Ich glaube, das ist hoffentlich klar. Ja, also das würde ich dann schon nochmal dargestellt haben. Aber ich habe eine interessante Studie neulich gelesen. Und zwar wurde da beleuchtet, welche Bedürfnisse haben unterschiedliche Generationen im Stadtraum. Und da wurde sehr deutlich gemacht, dass Kinder und Familien, ja, die gleichen Bedürfnisse oder sehr ähnliche Bedürfnisse haben wie ältere Menschen im Stadtraum, in der Gestaltung des Stadtraums, bei Aufenthaltsmöglichkeiten zum Beispiel, gibt es da sehr, sehr ähnliche Bedürfnisse. Und die Studie hat sogar gesagt, wenn man etwas für Kinder schafft, schafft man eigentlich automatisch auch etwas für ältere Menschen. Und andersherum in Teilen eben auch. Fand ich ganz, ganz spannend. Ich hoffe, das wird meine Arbeitsgrundlage, die Studie, die du gelesen hast, dass sie halt immer irgendwie mit einbezogen wird. Frau Bielek hat noch eine andere sehr schöne Frage. Wir hatten das vorhin so ein bisschen angedeutet. Und zwar, ja, wie ist denn deiner Meinung nach der richtige Umgang mit Amtskollegen, zum Beispiel von der AfD? Denn die Diskussionen sind ja meistens doch zu emotional, also sind es keine Diskussionen und auch zu unsachlich. Damit erreicht man ja doch eher das Gegenteil. Also erstmal kann ich mit
glaube ich, allen Fraktionen gut zusammenarbeiten. Ich habe in allen Fraktionen auch Menschen, die ich sehr schätze und die, glaube ich, mich auch sehr schätzen, mit denen die Zusammenarbeit völlig unkompliziert funktioniert und auch über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg. Ne? Und bei der AfD ist es insofern etwas komplizierter. Ich würde mit denen auch gerne sachlich und normal umgehen. Und mit denen, wo man das kann, tue ich das auch. Ich glaube, man muss sich immer in der Sache auseinandersetzen und versuchen, an inhaltlichen Positionen zu arbeiten. Aber es gibt eben auch Kollegen, gerade im Landtag, und da wird es dann eben schwierig. Das ist auch kein Geheimnis, aber das kann man ja alles auch im Protokoll nachlesen und sogar im Fernsehen nachschauen. Wenn uns dann der Fraktionsvorsitzende der AfD da irgendwie zuruft und mich dabei anschaut und meine Fraktionskollegen und ruft, wir werden auf euren Gräbern tanzen. Oder ein anderer AfD-Kollege sagt, in einem anderen Landtag war das, wenn wir erstmal in der Macht sind, dann landet ihr in Lagern, so wie es früher war. Und bei einem Versuch, eine Distanzierung denen zu ermöglichen, bei einer Anhörung in einem Ausschuss, wurden sie dann gefragt, ob sie sich vielleicht davon distanzieren würden, von diesem Ausspruch. Sie sich dann weigern, das zurückzunehmen und sich zu entschuldigen und zu distanzieren, dann zeigt mir das auch, welche Geisteshaltung dahinter steht. Und jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, da kann ich jetzt nicht sagen, na gut, die erzählen ja davon, dass sie uns am liebsten tot sehen wollen, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, da können wir ja gut zusammenarbeiten bis dahin. Mhm. Da ist eine Grenze überschritten, das will ich ganz deutlich sagen. Und wer diese Grenze überschreitet, im Umgang miteinander, da ist auch ein Dialog wirklich für mich sehr schwer möglich, so sehr ich das auch ansonsten schätze und befürworte, mit möglichst allen Menschen in Dialog zu treten. Aber immer auf einer gewissen Grundlage, die man bewahren muss. Wer sich auf dieser Basis verhält, ist für mich auch jemand, mit dem ich selbstverständlich diskutiere und mich sachlich auseinandersetze, ganz klar. Genau. Okay, wir hatten noch eine Frage reinbekommen, und zwar von Gerd Stoschinski. Denn der fragt, davon hattest du ja auch gehört, von der Initiative oder von der Bürgerinitiative Schuldenfreies Frankfurt. Mhm. Die haben ja viele Argumente zum Haushalt gebracht. Du hast dich damit auseinandergesetzt mit der Bürgerinitiative. Mhm. Was sind denn so deine ersten Schritte oder was wären die denn dann zu den Vorschlägen, die die Bürgerinitiative gemacht hat? Mhm. Also ich sag erstmal, weil Jens Marcel ja vielleicht noch zuschaut und der ja auch so seine Erfahrungen hat zu der Haushaltsaufstellung, sollte ich das Amt bekleiden, wird es keinen Haushalt geben, der nicht von der Verwaltungsspitze gemeinsam auch erarbeitet wurde, wo alle Kollegen der Verwaltungsspitze auch an dem Haushalt mitwirken konnten und man sich auf einen gemeinsamen Weg und Kompromiss geeinigt hat. Das ist bisher so nicht passiert. Ja? Und wenn ich dann eben erlebe, dass bestimmte Inhalte zum Haushalt und Änderungsdienste und so in Ausschüssen präsentiert werden und die beigeordneten Teile gar nicht einbezogen wurden und so, das finde ich, damit muss Schluss sein. Als Verwaltungsspitze muss man gemeinsam handeln, aber dafür muss man auch die Voraussetzungen schaffen und den gemeinsamen Dialog auch organisieren in der Verwaltungsspitze. Das ist so ein Punkt. Dann die Jahresabschlüsse, ganz klar, müssen da die Kapazitäten geschaffen werden, um das hinzubekommen. Es ist ganz klar, dass wir, wenn wir den Jahresabschluss für 2010 und dann die Folgejahre, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und irgendwann noch 18, wenn wir die nicht aufgearbeitet bekommen, wird es keine Haushaltsgenehmigung geben. Und ohne Haushaltsgenehmigung sind wir in dem ganzen sogenannten freiwilligen Bereich nicht handlungsfähig. Also das ist eine ganz prioritäre Aufgabe. Dann habe ich oft im Wahlkampf gesagt, dass ich mir wünsche und es auch versuchen werde, so umzusetzen, dass wir jedes Jahr uns doch Schwerpunkte und Prioritäten setzen und versuchen, etwas abzukommen von diesem, wir machen überall ein bisschen, aber nichts so ganz richtig. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss auch, es wird auch mal Jahre geben, wo dann eben ein anderer Bereich Priorität hat. Aber ich glaube, das ist auch meine Erfahrung aus den Wohnzimmergesprächen. Die Frankfurter verstehen das, wenn wir sagen, in diesem Jahr ist dann der Schwerpunkt eben zum Beispiel, die Schulen weiter in Ordnung zu bringen. Und im nächsten Jahr machen wir die Sportstätten, aber mal ein bisschen im Komplex, um da ein bisschen mehr machen zu können, nicht nur Flickschusterei. Und im Jahr darauf kümmern wir uns um die Straßen und Gehwege. Weil bei den Schuldenberg, 130 Millionen Schulden, bei dem Reparaturrückstau, ja, über 20 Millionen bei Schulen, über 10 Millionen bei Kitas, über 20 Millionen bei Sportstätten, über 20 Millionen bei Straßen und Gehwegen, Reparaturrückstau. Da kann hier kein OB-Kandidat sich hinstellen und sagen, also wenn ich dann OB bin, ist in 2 Jahren hier sind die Probleme gelöst. Dafür ist der Problemstau wirklich, wirklich zu groß. Aber mit solchen Prioritätensetzungen können wir dann schon noch mal ein bisschen anders steuern. Und das sind so einige der Maßnahmen. Ich habe ja diesen großen Fragebogen der Bürgerinitiative auch beantwortet. Manche Kandidaten haben das nicht getan. Ich habe das gemacht, Jens Marcel, soviel ich weiß, auch. Und da kann man auch einiges nochmal im Detail nachlesen, um die Leute jetzt hier nicht zu überfrachten mit Haushaltspolitik. Detlef Schumann fragt eigentlich,
wieso du der Meinung bist, dass du die Qualifikation hast, ja, Oberbürgermeister zu werden. Naja, ich habe ja schon zu Beginn des Wahlkampfs gesagt, dass ich der Überzeugung bin, dass niemand alleine die Lösung für diese Stadt ist als OB. Auch ich bin alleine nicht die Lösung für diese Stadt. Und ich habe auch gesagt, dass kein OB-Kandidat jemals das Wunschpaket, das Komplettpaket eines Wunschbürgermeisters sein wird. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Was ich einbringen kann, ist tatsächlich einen durch meinen, also das meine ich zum Beispiel mit Generations- und Kulturwechsel, ich glaube, ich habe einen viel unbefangeneren Umgang mit anderen Menschen, mit anderen, also mit Leuten aus anderen Parteien, aus anderen gesellschaftlichen Schichten und habe da nicht also diese Scheuklappen, die andere zum Teil haben, was auch daran liegt, dass Menschen meiner Generation einfach viel pragmatischer zusammenarbeiten können und oft nicht diese Verletzungen aus vielen Jahrzehnten vorher, zum Teil auch noch vor der Wende, mit sich tragen. Ich habe eine Reihe von politischen Erfahrungen gesammelt. Ich habe für Abgeordnete im Europaparlament, im Bundestag, im Landtag gearbeitet und da sozusagen das Handwerk Politik gelernt. Und ich sage das immer wieder auch und betone, dass es ist eben auch ein Handwerk, das man beherrschen muss. Gewählt werden reicht nicht. Man muss schon auch wissen, wie Prozesse funktionieren, wie es funktioniert, aus einer Idee Realität werden zu lassen in Form von Gesetzen, Vorlagen, Anträgen und so weiter. Und ich bin seit 3 Jahren Landtagsabgeordneter und habe in dieser Zeit so einiges für Frankfurt-Oder auch erreichen können. Habe viele Partner gewonnen auf diesem Weg. Alleine schafft man das nicht, nur mit Partnern. Und ich glaube, ich habe da gezeigt, dass da viel möglich ist. Und ich bin seit Jahren engagiert für meine Stadt und habe, glaube ich, auch deutlich gemacht, wie sehr mein Herz an Frankfurt-Oder hängt. Und bin jemand, der Politik konsequent mit den Menschen und nicht über die Köpfe hinweg gestaltet, der einen transparenten, bürgernahen Politikstil pflegt und deswegen ja auch mit einem Direktmandat in den Landtag gewählt wurde, was eben wirklich auch schon ein Zeichen ist, dass viele Frankfurter mir auch solche Aufgaben zutrauen. Und deswegen glaube ich, dass auch ich nicht alles kann, das weiß ich. Und deswegen setze ich immer darauf, ein Team zu bilden, das gut funktioniert, das die eigenen Schwächen auch ausgleicht, das Fachkompetenzen aus verschiedenen Bereichen bündelt. Und das ist das Wichtigste, was ein Politiker lernen muss. Niemand weiß alles, niemand ist Experte in allem. Und deswegen muss man eben immer den Dialog suchen mit Fachleuten, mit Bürgerinnen und Bürgern, um ja am Ende gut abgewogene Entscheidungen zu treffen. Das ist meine Überzeugung und das zeichnet mich, glaube ich, auch aus. Wie ich sehe, auch Herr Haas, also von der Bürgerinitiative, guckt zu. Ich freue mich. Schönen guten Tag, hallo. Wir haben uns hier im Büro getroffen. Ja, dass die Frage gut beantwortet werden konnte. Eine Sache habe ich auch, und zwar eine Frage, und ich habe mich heute da auch mit jemandem drüber unterhalten, der überlegt, ein Start-up hier in Frankfurt zu gründen. Ja. Aber komplett abgeschreckt ist von den hohen Gewerbesteuern. Wie kann es sein, dass es Frankfurt höhere Gewerbesteuern hat als zum Beispiel Berlin oder Mülrose? Und natürlich ist ja auch allgemein die Frage oder immer das Vorurteil, kann denn jemand von den Linken, beziehungsweise kannst du Wirtschaft? Also ich habe, okay, fangen wir mal an mit der Wirtschaft. Ich habe 1,5 Jahre im Landtag auch im Wirtschaftsausschuss gesessen. Insofern habe ich auch da meine Kontakte und Erfahrung. Ich bin hier in Frankfurt der Ausschussvorsitzende vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt. Bin daher sehr eng angebunden an die Wirtschaftsthemen. Bin im Aufsichtsrat vom Investor Center, also der Wirtschaftsfördergesellschaft der Stadt Frankfurt-Oder, die für Ansiedlung zuständig ist. Also ich glaube, mir kann man nicht vorwerfen, dass ich mich zu wenig mit Wirtschaft befasse. Damals, als ich frisch gewählt wurde in die Stadtforumversammlung vor 3 Jahren, war eines der ersten Dinge, die ich initiiert habe, eine Anhörung der lokalen Wirtschaft, wo ich also die Unternehmer der Stadt eingeladen habe, mit den Stadtverordneten darüber zu sprechen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und so, das werde ich jetzt übrigens dann auch fortsetzen als Bürgermeister. Weil ich glaube, da lernt man sehr viel über Prozesse, wo man es den Unternehmern leichter macht und wie oft man es ihnen momentan auch schwerer macht, als es möglicherweise notwendig ist. Die Gewerbesteuer. Also, das ist nicht Frankfurts Schuld, dass wir eine so hohe Gewerbesteuer haben. Das ist eine Auflage der Kommunalaufsicht des Landes, die mit der hohen Verschuldung der Stadt zu tun hat, mit dem hohen strukturellen Defizit. Jetzt haben wir das erste Jahr möglicherweise einen Haushalt, der ausgeglichen ist, aber weil wir die Jahresabschlüsse und Bilanzen so ja gar nicht haben, ist das auch, also sagen manche auch, das ist gar nicht so klar, ob das wirklich so ist, aber gut. Und die Kommunalaufsicht des Landes funktioniert folgendermaßen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären. Ja, es ist so, es gibt Kommunen im Land Brandenburg, denen geht es gut, die haben Überschüsse. Und es gibt Kommunen, denen geht es nicht so gut, wie Frankfurt-Oder, die haben eben Defizite, Haushaltsdefizite. Und das
der Mechanismus, der da greift, ist ein Ausgleichsmechanismus, ähnlich wie beim Länderfinanzausgleich. Das heißt, diejenigen, denen es besser geht, die finanzieren diejenigen mit, denen es nicht so gut geht. Dazu kommen dann noch die Mittel des Landes. Und solange es so ist, dass Frankfurt-Oder abhängig ist von den Mitteln aus anderen Kommunen, ist es automatisch auch so, dass diese Kommunen sehr genau hinschauen, was leistet sich Frankfurt-Oder und wofür geben die Geld eben aus und wie hoch sind deren Gebühren im Vergleich zu ihnen selbst. Und hier liegt diese Diskussion im Landtag auch häufig, wenn dann Entscheidungen in Stadtverordnetenversammlungen getroffen werden. Da gucken die schon sehr genau darauf, wenn Frankfurt-Oder zum Beispiel Gebühren hat, die niedriger sind als in Kommunen, die uns wiederum Geld mitgeben. Oder wir hier uns Dinge leisten, die die ihren Bürgern schon weggekürzt haben, aber über den Umweg ja uns mitfinanzieren, dann sorgt das dort natürlich für Unmut. Und die Kommunalaufsicht wacht so ein Stück weit über genau diese Dinge. Die Gewerbesteuer in Frankfurt liegt bei 400, in Brandenburg-Havel bei 450. Es geht sozusagen noch schlimmer. Und auch ich bin dafür, dass wir perspektivisch mit dem Land ins Gespräch kommen dazu, wie wir da zu einer Verringerung kommen können. Aber das wird nicht von heute auf morgen gehen. Dafür müssen wir die Finanzsituation in der Stadt erstmal so stabilisieren, dass wir uns das überhaupt leisten können. Denn jetzt die Gewerbesteuer zu senken, wie manche OB-Kandidaten es suggerieren, das ist eine sehr populäre Forderung. Ja? Aber wenn wir das tun würden aktuell, hieße das, dass wir die schwarze Null, die wir angeblich gerade erreicht haben, sofort wieder unterschreiten. Wenn wir die schwarze Null unterschreiten, wird das Land sofort uns den Haushalt nicht mehr genehmigen, weil wir dann unseren Konsolidierungswillen nicht mehr nachweisen, also den Willen, unser Schuldenberg mal endlich abzutragen. Und wenn wir den Haushalt nicht genehmigt bekommen, wird es weiter kaum Geld für Sportvereine, Kulturvereine, Jugend, Soziales und die anderen Freizeitangebote geben, die im freiwilligen Bereich sind. Und deswegen ist das nicht so einfach, wie das momentan einige Kandidaten so darstellen. Und wenn dann hier Markus Derning plakatiert, Gewerbesteuer senken und der OB das auch fordert, dann sehe ich mir den Haushalt an, den sie gerade eingebracht haben. Und die beiden tragen den ja mit, diesen Haushalt. Und dann steht dann drin in der mittelfristigen Finanzplanung, die nächsten 5 Jahre wird die Gewerbesteuer aber festgeschrieben auf 400 weiterhin. So, dann frage ich mich auch, also wie passt denn das jetzt zusammen? Hier gerade plakatieren, Gewerbesteuer senken, der Alling macht das. Derling kann das und die nächsten 5 Jahre beschließen die aber jetzt gleichzeitig schon, machen sie es und können sie es erstmal nicht. Was auch ehrlicher wäre, es zu sagen. Ich glaube, dass der Weg, den Jens Marcel und ich da gegangen sind im Wahlkampf, dass der da ehrlicher ist, weil wir haben immer deutlich gemacht, dass wenn wir das Potenzial haben, wenn wir die Haushaltsüberschüsse haben und wenn wir die Möglichkeit mit dem Land im Dialog haben, zu einer Senkung zu kommen, ja, aber keine falschen Versprechungen machen an der Stelle. Das sorgt nur dafür, dass Bürger am Ende wieder lernen, da wurde was versprochen, was nicht eingehalten werden kann. Wir nähern uns so langsam dem Ende, aber einige Sachen haben wir noch. Okay. Und zwar, es gibt immer noch Menschen, die nicht wissen, bei wem sie das Kreuz machen sollen. Nenne doch mal 3 knackige Gründe, warum man dich am Sonntag wählen sollte. Habe ich doch schon. Nochmal 3 knackige Gründe, damit sich vielleicht auch Lotte Schmitz angesprochen fühlt. Ist mir ja zutiefst unangenehm, ständig diese Eigenwerbung und erzählen, warum man jetzt der Tollste ist oder so. Also ich glaube, für mich spricht, dass ich auf der einen Seite jung genug bin, mit viel Energie bin, einer neuen Generation angehöre, die auch frischen Wind mitbringen will, neue Gedanken mitbringen will, einen anderen Zugang zu Politik hat und gleichzeitig aber auch über viel politische Erfahrung verfüge, weil ich eben schon seit Jahren in politischen Funktionen auf Landesebene oder auch für Abgeordnete gearbeitet habe und deswegen auch kein Frischling in der Politik bin, sondern eben auch über Erfahrung verfüge. Ich bin gebürtiger Frankfurter, an dieser Stadt hängt mein Herz. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das und merkt das auch, dass mir nichts wichtiger ist, als dass Frankfurt-Oder sich gut entwickelt und das mit unserer Stadt hier endlich vorangeht. Das vielleicht so als kurze Zusammenfassung. Es gab ja diese Woche eine Veranstaltung im Kabarettkeller, wo du ein bisschen was vorgestellt hast, was du dir vorstellen könntest, wenn du ja dann doch Oberbürgermeister wirst. Mhm. Du hattest ein Programm vorgestellt für die ersten 100 Tage. Mhm. Magst du es noch mal kurz umreißen für alle, die ja nun am Dienstag warst, nicht dabei sein konnten? Was würden deine ersten 100 Tage, ich verstehe auch immer nicht, warum es 100 Tage sind, wie du die sinnvoll füllen wirst für Frankfurt? Mhm. Da gibt es eine ganze Menge zu tun bei den ersten 100 Tagen. Und allein unser Wahlprogramm hat über 100 Punkte. Und bei den Wohnzimmergesprächen sind nochmal weit über 100 Punkte dazugekommen. Aber ja, ich habe mich festgelegt auf Schwerpunkte, die nicht bedeuten, dass andere Dinge nicht passieren. Dazu gehört, dass wir in den ersten 100 Tagen möglichst Entscheidungen treffen zur Slubitzer Straße und auch zum Standort Bischofstraße. Dass da jetzt endlich Sicherheit reinkommt, in welche Richtung geht es denn. Dass wir mit dem alten Kino insoweit vorankommen, als dass wir mit dem Land versuchen, schon in den ersten 100 Tagen uns auf einen Fahrplan zu verständigen,
wie wollen wir denn die Reaktivierung in welchen zeitlichen Schritten angehen? Dazu gehört, dass die Stadt Frankfurt-Oder ihre Hausaufgaben macht, besonders bei der Frage des Wieder-in-Besitz-Bekommens des alten Kinos. Und es gehört für mich eben dazu, dass diese Zusage des Landes bis Ende 2019 gilt. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir vorher zu einer verbindlichen Vereinbarung mit dem Land kommen. Und ansonsten lassen wir möglicherweise diese Chance wieder verstreichen. Und was eine Nachfolgeregierung dann entscheidet, ist nochmal offen. Aber jetzt haben wir gerade die Chance. Und da müssen wir auch schriftlich und mit Unterschriften und so das festhalten, wie wir zu der Reaktivierung kommen müssen. Und ich glaube, dass man da auch einen Fahrplan in den ersten 100 Tagen durchaus erarbeiten kann. Dann habe ich was zu der Frankfurt-App vorhin gesagt. Ne, muss ich jetzt nicht nochmal ausführen. Ich glaube, das ist auch etwas, das man initiieren kann, dass die Programmierer sich daran machen können. Ist auch kein Hexenwerk. Die Basisdateien gibt es ja alle schon. Man muss auf Frankfurt anpassen, mit Inhalt füllen. Und dann kann das auch in den ersten 100 Tagen angestoßen werden. Die Jahresabschlüsse habe ich auch erwähnt. Auch das hatte ich zu den Prioritäten mit erklärt, dass wir hoffentlich in den ersten 100 Tagen zumindest da so weit kommen, dass wir auch da einen Fahrplan haben, wie wir die Jahresabschlüsse dann nacharbeiten und da deutlich auch in der Verwaltung für Kapazitäten sorgen. Möglicherweise auch mit der Viadrina, die ja Hilfe angeboten hat, die ich gerne annehmen würde, auch soweit das möglich ist, um da zu Ergebnissen zu kommen. Dann runder Tisch Armutsbekämpfung. Mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir bei 30% Kinderarmut endlich einen solchen runden Tisch zur Bekämpfung und Prävention von Kinderarmut und Familienarmut initiieren. Wir müssen an dieses Thema ran. Wir werden in Frankfurt nicht dafür sorgen können, dass die Familien mehr Geld in der Tasche haben. Mhm. Das ist Hartz-IV-Gesetz und so sind Bundespolitik. Aber wir können dafür sorgen, dass die Barrieren für Familien und für Kinder, die in sozial schwächeren Verhältnissen aufwachsen, in finanziell schwächeren Verhältnissen, dass diese Barrieren abgebaut werden und sie einen möglichst gleichen Zugang zu Ernährung, Gesundheit, Bildung, Kultur, Sport, Freizeitangeboten haben. Und andere Städte machen es vor mit diesen Leitlinien zur Armutsprävention. Ich glaube, das können wir in Frankfurt auch, das müssen wir auch und das wird ein Kraftakt für die gesamte Stadt. Aber ich sehe ganz viele, die daran mitwirken wollen. Auch solche Dinge wie Bürgerhaushalt würde ich schon nochmal auch sehr schnell versuchen zu forcieren, damit wir für den nächsten Haushalt dann spätestens auch mit Bürgerhaushalten hier arbeiten können. Ja, das vielleicht so als grober Überblick. Aber es gibt sehr, sehr viel zu tun. Auch so eine große Versammlung gerne mit den Verwaltungsmitarbeitern habe ich ja angeregt. Mhm. Gab es früher auch mal, dass die Verwaltung auch mal als Ganzes zusammengekommen ist. Und ich glaube, ein neuer Oberbürgermeister muss auch seiner Verwaltung mal Rede und Antwort stehen und erklären, wofür steht er, was ist sein Fahrplan und wie stellt er sich die Zusammenarbeit in der Verwaltung vor, für Vertrauen auch werben. Nicht alle dort werden mich unterstützt haben, nicht alle von denen werden mich als ihren OB haben wollen, aber für 8 Jahre muss man dann zusammenstehen und gemeinsam diese Stadt voranbringen und da muss man aber auch aufeinander zugehen und da möchte ich gerne als Oberbürgermeister den ersten Schritt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal nach all den Jahren, wo das von einigen zumindest etwas vernachlässigt wurde. Und die Beziehung zwischen Stadt und Umland, Stadt und Land müssen auf eine neue Basis. Da habe ich gute Kontakte, an die man sehr gut anknüpfen kann. Ohne das Land und ohne das Umland mitzudenken, werden wir es in Frankfurt nicht schaffen, wenn wir uns als Maulwurfshügel begreifen. Das wird nicht funktionieren. Aber mit dem Umland und auch mit dem Land insbesondere, wenn wir da wieder zu gemeinsamen Wegen finden, ich glaube, da ist viel drin. Ja, die Stunde ist rum. Ich danke euch, beziehungsweise Ihnen erstmal. Was für ein Marathon, ja, für die Aufmerksamkeit. Bevor ich dir jetzt das letzte Wort überlasse, bitte ich euch, beziehungsweise Sie, liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, gehen Sie wählen. Gehen Sie wählen, selbst wenn René Wilke nicht Ihr Wunschkandidat sein sollte. Geben Sie Ihre Stimme jemand anderem, von dem Sie mehr überzeugt sind. Aber ich denke, ja, nur mit René Wilke geht Frankfurt besser. Was soll ich denn da noch als Schlusswort mit ergänzen? Ja, ich hoffe, wir haben nicht zu viele Fragen nicht beantwortet. Ja. Falls doch, versuchen wir das vielleicht dann schriftlich irgendwie nachzuholen. Sehen Sie es uns nach. Wir dürfen es ja auch nicht überstrapazieren mit der Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Ich finde das toll, dass wir auf diese Art und Weise auch in Kontakt und Dialog treten können. Wie gesagt, wir haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Das ist der dritte Livestream. Wir machen das auch weiter, auch nach der Wahl, egal wie es ausgeht. Und ja, ich hoffe, dass wir genau diesen Weg fortsetzen können. Ich bitte Sie auch, am 4. März, also am kommenden Sonntag, zur Wahl zu gehen. Es geht wirklich um viel. Es geht um eine Amtszeit von 8 Jahren. Es geht um das Amt des Oberbürgermeisters, der ja doch sehr wesentlich die Geschicke dieser Stadt auch lenkt und die Richtung vorgibt. Und wirklich eine wichtige Funktion. Bei den letzten Wahlen war die Beteiligung dann nicht allzu groß. Und ich glaube, es ist gut, wenn ein Oberbürgermeister von vielen Frankfurterinnen und Frankfurtern legitimiert ist. Das wäre ein tolles Zeichen,
Wir hatten einen tollen Wahlkampf, glaube ich. Jeder kann sich in diesem Wahlkampf, konnte sich gut informieren und kann sich immer noch gut informieren. Ich glaube, so viele Informationen, so viele Diskussionsveranstaltungen, so viele Veröffentlichungen habe ich zumindest noch nie erlebt in einem Wahlkampf. Und ja, da hat jeder eigentlich die Möglichkeit, sich schlau zu machen und seinen Wunschkandidaten zu finden. Ich hoffe natürlich, dass ich Ihr Wunschkandidat bin und werde mich weiterhin mit ganzer Kraft für Frankfurt-Oder, für meine Heimatstadt und auch für die Menschen hier einsetzen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf hoffentlich bald wieder. Tschüss. Tschüssi. Und danke dir, Anja.